Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Ich war fleißig offscreen. Wir haben alle aufgesetzt, alle Erze, also das Floatieren. Übrigens, diese beiden Anlagen hier sind nicht notwendig. Wir brauchen hier keinen Sauerstoff, das ist absoluter Waste. Ich werde das jetzt allerdings mal so lassen, weil sonst habe ich massenweise Electrolyzer im Inventar, die ich nicht brauche. Aber wenn ich Electrolyzer brauche, werde ich das Ding dann abreißen. Dafür habe ich das hier ein bisschen erweitert. Momentan steht alles. Das liegt einfach daran, dass der Belt... Ich habe überall noch eine Kiste hingepackt, damit ein bisschen gearbeitet wird und ich sehen kann, ob das Ganze funktioniert. Es tut es. Das heißt, da sind jetzt überall 12.000 drin. Und ja, ich habe das ein bisschen hochdimensioniert und hier einiges noch ein bisschen optimiert. Und zwar hatten wir das Problem, dass das Sulfuric Acid sich, also die Barreling Pump, sich immer zuerst das Sulfuric Acid geschnappt hat. Und dann ist relativ wenig hier unten und schon gar nichts hier oben angekommen. Das hat dann zu einem ziemlich starken Ungleichgewicht geführt. Jetzt habe ich das so gemacht, dass ich drei Chemical Plants für Schwefelsäure habe. Eines geht zuerst hier rein. Eines geht hier rein, das ist das. Und eines geht zuerst hier oben hin und befüllt diese Tanks. Wie wir sehen, die sind alle relativ gut befüllt. Außer der Haupttank, das liegt einfach daran, dass ja, hier kein Schwefel mehr produziert wird momentan. Und wenn das hier höher als 80% ist, dann habe ich hier so ein Overflow-Ventil hingepackt, dass dann das trotzdem noch in die Mitte reinfließen kann. Aber so ist sichergestellt, dass alle ihren Anteil an Schwefelsäure kriegen und dass wir von allen Kanistern in ausreichender Menge produzieren sollten. Dann, ich glaube, das haben wir noch zusammen gemacht. Hier die ganzen Sachen aufgefüllt, da ist jetzt gerade nichts mehr drin. Teilweise haben wir noch ein bisschen was. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier überall eine Unloading-Station gemacht, die dann, ja, das Ganze dann halt mit die Drills befüttert damit. Und das haben wir auch hier oben beim Styratit, da ist es auch Schwefelsäure. Hier haben wir die Nitrit, die Stickstoffsäure, oder ich weiß nicht, wie genau das auf Deutsch heißt. Und wir haben das Hydrochloric Acid. Ja, das heißt, es sind jetzt alle eigentlich soweit befüllt. Hier drüben natürlich auch. Das sind die letzten beiden Außenposten, die wir momentan noch haben. Auch das ist geregelt, wobei ich glaube, das haben wir sogar zusammen gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Dann haben wir hier ein Problem, das habe ich ein bisschen umgebaut. Dass ich habe ursprünglich dieses Ding ans Logistiksystem angeschlossen. Das Problem ist aber, der Inhalt von einer Requester-Chest wird nicht zum Logistiksystem dazugezählt. Das heißt, das hat hier nicht funktioniert. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen so gemacht. Und jetzt schaut das einfach die Inhalte der Kisten an. Eventuell brauchen wir die zweite jetzt gar nicht mehr. Aber nun gut, dann noch ein anderes Problemchen vielleicht. Wir haben hier eine Tendenz steigend beim Stein und wir haben hier das den totalen Stau. Ich habe hier das Phosphor ein bisschen erweitert, da kann jetzt mehr durchgehen. Ja, es wird ein bisschen was verbraucht zwischendurch, aber es ist sehr, 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 sehr wenig. Und wenn hier halt viel Stein reinkommt, dann wird das Ding irgendwann voll sein. Da müssen wir uns etwas überlegen, ist jetzt nicht super dringend. Aber ich wollte es erwähnt haben. Dann haben wir noch dieses Calciumsulfat. Ich denke, wir wollen nicht, dass die Kiste vollläuft. Deswegen schauen wir mal. Ich glaube, wir haben das schon mal gemacht, was wir damit machen können. Und zwar können wir daraus mit Purified Water Leim und Schwefeldioxid herstellen. Und das ist das einzige Rezept. Also, ne? Ich denke, die Frage, was wir damit machen, erübrigt sich. Wir können... Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich denke, wir werden... Was, ich habe keine Chemical Plants mehr? Echt? Ich denke, wir werden das da
hinbauen auch. Wo sind die Chemical Plants? Oh, ich habe schon wieder vergessen, wo was ist. Das ist zum Heulen. So. Gib mir 10 Stück. Du bräuchtest Purified Water dann. Ich pack den mal hier hin. So, du hast das Rezept für das da. Wir filtern bei dir Schwefel. Und dann werden wir hier noch einen zweiten Output haben und filtern bei dir was? Sodiumsulfat? Calciumsulfat, was? Oder? Ja, Calciumsulfat. Und ja, schmeißen das da rein. Natürlich haben wir keinen Strom, warum auch? Das heißt, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Wasser. Glücklicherweise haben wir davon genügend. Und das hier müsste am besten eine Provider-Chest werden. Und dann würde ich sagen, requesten wir das hier einfach. Request mal 2000, das spielt nicht so eine Rolle. So. Das müsste jetzt hier dann verbraten werden. In der Tat. So, jetzt haben wir hier noch den Leim. Wo ich mir gerade ein bisschen unsicher bin, was wir damit machen. Weil Leim ist eigentlich... Ich meine, wir haben das hier drüben. Und wer das hergestellt, das wird für die Ziegel verwendet. Wir können mal gucken, ob wir mit Leim noch was Sinnvolles machen. Also es gibt viele Rezepte, die wir mit Leim machen können. Das ist für Papier. Allerdings nicht das einfachste Rezept. Zement mit Silikonerz. Ich denke, wir werden sowas in der Art machen. Oder Glas. Zement und Glas. Braucht beides Silikon. Dafür bräuchte man Advanced Glass Melting 2. Können wir das erforschen? Wir können das Glass Melting 1 erforschen und das zweite auch. Ja, dann machen wir. Es ist sowieso nur gelb und rot. Das heißt... Wir werden das wahrscheinlich irgendwie basteln. Wie viel produzierst du? Du machst das 2-1. Okay, es ist zumindest eine Reduktion. Was schon mal ganz gut ist. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Provider-Chest hin. Und so ein Ding. Und das soll es mal gewesen sein für den Moment. Jetzt kann zumindest das hier verarbeitet werden. Und dann, ja, zumindest haben wir jetzt das oben quasi um die Hälfte reduziert. Was ja schon mal gut ist. Das heißt, es wird ein bisschen länger reichen. Und den Leim werden wir dann später weiterverarbeiten. Hier haben wir auch ein Problem. Und zwar haben wir dieses Sodiumzeug. Und auch dafür habe ich jetzt momentan noch nicht gerade wirklich einen Nutzen. Es gibt viele Möglichkeiten. Sodiumcarbonat wird für... Kann man auch für Glas verwenden und sonstiges Zeug. Radio Thermoelectric Generator. Ja, das ist neu. Ich weiß nicht, was es ist. Ich vermute, es ist aber ziemlich weit fortgeschritten, was den Tech anbelangt. Für Chrom. Oder in der Alu-Herstellung. Wir werden schon irgendwas Vernünftiges dafür finden, denke ich. Ansonsten können wir noch Sodiumcyanid. Das kann man für Gold verwenden. Es gibt viele neue Rezepte. Sodiumhydroxid. Das werden wir brauchen. Glaube ich. Und zwar für die Chemical Science Packs. Von dem her, das ist eine Option. Das müssen wir dann allerdings nach oben passen, wenn wir das haben möchten. Oder wir stellen damit Titanium her. Dann muss das Salz allerdings wieder hier runter und wieder umgewandelt werden. Das ist ein bisschen... Nee.
Ist ein bisschen ätzend. Aber gut. Wir lassen das erstmal. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen halten. Wir wollen mal weitermachen mit dem, was wir eigentlich vorhatten. Und zwar Silikonerz herzustellen. Wir haben jetzt die Junks. Sowohl Zephyrite als auch Bubonium. Was noch fehlt, ist der Crystal Catalyst. Schauen wir uns den mal an. Crystal Catalyst. Hier. Wird hergestellt aus Crystal Seedlings. Und die Crystal Seedlings, die kommen aus Keramikfilter, Kohlefilter. Also im Prinzip kommen sie aus der Crystal Slurry. Und die Crystal Slurry kommt aus den Geoden, die wir glücklicherweise gespeichert haben. In Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir machen wir eine Geodenprozessierungsanlage. Keramikfilter können wir noch nicht, glaube ich, oder? Die brauchten Aluminium. Jupp. Die sind noch nicht drin. Das heißt, wir müssen weiterhin mit Kohlefiltern arbeiten. Im Prinzip ist das dieselbe Geschichte, wie wir das bereits hier gemacht haben mit den Catalysts. Einfach, dass wir jetzt hier nicht Slag Slurry verwenden, sondern diese Crystal Slurry. Und die wird aus den Geoden zusammen mit Schwefelsäure hergestellt. Das heißt, auch hier wird wieder brauchen wir wieder Schwefelsäure. Und ansonsten, es gibt ja auch noch Crystal Dust. Das kommt von auch von Geoden. Wir können Geoden crushen, kriegen da nochmal Crushed Stone raus. Sand? Okay, das sind irgendwelche Nebenprodukte und das ist Bio-Zeug. Jetzt ist die Frage. Was ist besser? 10 Crystal Dust sind 50 Slurry. 10, das wären 20 Geoden für 50. Nein. Und hier wären es 5 Geoden für 20. 20 Geoden für 50, das ist effizienter, würde ich sagen. Gibt es noch Crystal Powder, aber das gibt uns nur eins. Ich denke, wir werden die Geoden einfach, ne? Wir werden das einfach hier in Chemical Plants machen. Wir haben die Geoden hier in unserem super tollen Lagerhaus. Das heißt, ich denke, wir werden das, da das hier sowieso irgendwann wegfällt, werden wir das wahrscheinlich hier irgendwo direkt aufbauen. Und dann kommen die Catalysts dann hier auf den Bus. Okay. Ich habe schon wieder irgendwelche Alien-Artefakte. Ja, ich weiß, es ist niemand mehr überrascht. Ich auch nicht. Habe ich das hierfür angedacht oder was war das genau? Ich meine, wir können es dadurch dahin bringen, die Geoden. Jetzt ist die Frage, splitten wir die Geoden hier direkt auf? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 farbige Geoden. Das ist ja ein schöner Bass. Oder machen wir einfach Mixed erstmal. Ich denke, wir nehmen Ich denke, wir nehmen einen Mixed Belt. Oh. Keine Geode im Inventar. Nein. So weit kommt's noch. Das heißt, es spielt ja eigentlich nicht so eine Rolle. Ich weiß, dass die Geoden auch irgendwie noch verwendet wird, um später Edelsteine herzustellen. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weit weg. Okay, auf der Höhe muss es sein. Warum muss es auf der Höhe sein?
Da wäre. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da wäre irgendwie noch ein. Müsste ein Belt hinkommen, theoretisch. Ist aber momentan nicht der Fall. Von dem her. Was soll's? Nein, warte mal. Wir machen das anders. Wir machen hier einen roten Belt. Ich denke, das macht mehr Sinn. So, dann hier durch. 6. 6. 6. Und ach, du kannst direkt hier rüber. So, ich ziehe das Ding ein bisschen hoch. Ich glaube, es spielt keine Rolle, in welche Farbe das wir zu, jeweils zuerst machen. Ja, also es ist wirklich, man muss hier echt ein bisschen aufpassen, dass wirklich alle ordentlich arbeiten. Also es ist etwas, wo man wirklich sich zwischendurch auch mal wieder hingehen muss und schauen, ob alles so funktioniert, wie es soll. Und wenn nicht, muss man gewisse Anpassungen machen. Aber das habe ich selber auch erst jetzt offscreen gesehen, dass das ein bisschen problematisch ausschaut. Mit 200 davon. So. Dann haben wir. Wir haben hier keine Barrels. Wir könnten irgendwie von hier noch ein bisschen Schwefelsäure temporär da hochziehen. Ich weiß nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Nun gut. Wir machen. Wo sind unsere Chemical Plants? Ich habe schon wieder ein volles Inventar. Das ist unglaublich. Wir machen einfach mal 2 pro Geode, pro Farbe. So, das wäre rot. Dann haben wir Cyan. Dann haben wir grün. Und wir haben Gelb. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 4. Dann fehlen noch 2. Und mehr Chemical Plants natürlich. Wie immer. So, was haben wir? Man sieht es teilweise nicht so gut. Gelb. Okay, Violett. Und Blau. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn ich das jetzt einfach so hier durchlaufen lasse. Dann werden sich hier ganz hinten rote Geoden stauen, aber die roten können nur hier vorne abgearbeitet werden. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier das irgendwie ordentlich machen. Ich denke, wir machen sowas in der Art. Ups, du musst noch ein bisschen weiter hoch. Nein! Ich muss irgendwas wieder loswerden am Inventar. Das ist kein Zustand so. So, das für dich. Und das kannst du auch direkt haben. Passt. In Ordnung. So, du filterst die roten raus. Links, ja, passt. So, das heißt, die roten sind weg. Dann, Moment mal, das haben wir noch mal rote. Den kann ich auch wegmachen. Kommt hier der nächste Splitter hin. Du filterst bitte. Nee, das geht auch nicht, weil das Problem ist. Die Roten stauen sich jetzt und wenn jetzt hier weiter Rote sind, dann gehen die anderen nicht vorwärts. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen ein Problem. Es gibt jetzt ein paar mögliche Lösungswege. Wobei die Roten sollten sich eigentlich nicht stauen, weil die abgearbeitet werden sollten.
Alles, was hier ist, müsste eigentlich abgearbeitet werden. Wir werden hier Stack Inserter verwenden. Es müsste gehen. Wir werden sehen. Sonst müssen wir es halt nochmal umbauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das optimale Setup hier aussieht. So, du filterst Cyan raus. Und jeweils hier ist der nächste. Du filterst die grünen raus. Dann als nächstes gelb. Moment, der ist zu viel. Du filterst violett raus. Und du brauchst eigentlich nichts mehr zu filtern, weil nichts anderes mehr übrig ist. So. Das wäre mal das. Jetzt brauchen wir Rohre. Und zwar nicht so knapp. Ich werde mir einfach mal alles mitnehmen, was wir hier... Oh. Die blöden Stahlrohre. Schmeiß die mal weg. Ungefähr so. Dann brauchen wir noch ein Powerpole jeweils. Wir brauchen... Das ist der Output. Und ich denke, so können wir das kopieren. Na komm. Das kann weg. Der Rest passt. So, und hier kommt die Schwefelsäure rein. Okay, das ist ein bisschen ein Chaos. So geht's natürlich nicht. So. Jetzt sieht das schon viel besser aus. Gib mir ein bisschen Strom. So, die roten Dioden wurden schon mal reingelagert. Fantastisch. Bitteschön. Nehme ich die aus dem Inventar auch noch gerade raus. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Schwefelsäure. Ich werde auch... Ich denke, ich werde noch einen Tank hier irgendwo hinpacken. Das ist immer gut, zwischendurch einen Tank zu haben. So. Könnte man das theoretisch noch erweitern. Wobei ich glaube, das wird ausreichen. Ich glaube, das wird ausreichen. So, Schwefelsäure. Ich meine, wir müssen das wahrscheinlich nur kickstarten. Das braucht hier 15, alle drei. Und wir kriegen hier ja wieder Sulfuric Wastewater raus, das wir dann wahrscheinlich wieder recyceln können. Ich weiß nicht, ob wir einen Überschuss produzieren oder ob wir ein Minus haben. Werden wir sehen. Ich habe bestimmt, genau, ich habe hier noch... Gib mir einfach mal 20 von den Dingern. Und dann schmeißen wir eine Barreling Pump hier rein. Habe ich doch noch welche, oder? Natürlich nicht. Mist. Keine Barreling Pump. Okay. Dann tun wir die Kanister mal da rein. Und craften uns eine Barreling Pump. Wie gesagt, ich denke, das muss jetzt nur temporär sein, um das Ganze mal ein bisschen zu kickstarten. Danach brauchen wir das Zeug eigentlich nicht mehr. Wir werden sehen. So, Strom. Du machst Sulfuric. Und ich habe es zu nah gebaut. Crap. Sulfuric. So. Dann schmeißen wir den hier hin.
Du kriegst das und die leeren kannst du da wieder reinschmeißen. So, für den Moment läuft's. Die beiden arbeiten. Fantastico. Und wir haben unsere erste Crystal Slurry hier. Nicht viel ist es nicht, aber es soll ausreichen. Als nächstes müssen wir Crystal Seedlings herstellen. Und die werden dann einfach in den Crystallizern zu Catalyst gemacht. Okay. Das heißt, wir brauchen Filtration Units. 20 waren vielleicht ein bisschen viele. Oh, das Ding will ich eigentlich auch nicht unbedingt im Inventar haben. Bitteschön. Solches Zeug verstopft das Inventar unglaublich. So, wo sind die Filtration Units? Hier. Lassen wir ein bisschen Abstand. Ihr wird entweder Purified Water oder Mineralized Water. Mit Mineralized Water würde Mineral Sludge rauskommen. Also dasselbe wie hier. Wir brauchen demnach aber das hier. In Ordnung. Was? Stell einfach mal ein paar hin. Wenn das jetzt nicht alles super optimal ist, dann macht das nichts. Wir können auch vielleicht das Ding hier einfach blueprinten. Oh. Ja. Warum nicht? Stell auf. Dauert ein bisschen. Natürlich müssen wir euch jetzt wieder ändern. Das ist aber nicht so ein Problem. Keine Rohre mehr. Und auch bald keine Nanobots mehr. Ach, wir haben jetzt natürlich die schlechten Fließbänder. Sind ein bisschen alle. Okay, gute Sache. Ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen zu nah gebaut, denn hier würde eigentlich der Kohletypi hinkommen. Muss aber jetzt nicht unbedingt da sein. Ich meine, wir können das auch so machen, oder? Warum habe ich den so versetzt gebaut? Warum ist der nicht eins näher dran? Habe ich mir da was überlegt oder? Oder nicht? So, dann werden wir euch hier hin tun. Und das müsste eigentlich klappen. Du schmeißt auf die äußere Seite, du schmeißt auf die innere Seite. Würde ich sagen, passt. Was wir jetzt noch brauchen ist... sind natürlich... ein paar von den Filterframes. Soll ich die von Hand craften? Komm, schmeiß mal raus. Ich gebe dir eine Kiste. Kannst loslegen. So, das. Ich weiß nicht genau, was... Wir machen den so hin. Und ziehen uns etwas Kohle ab. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Okay, ich denke, auf der Höhe muss... Fast. Auf der Höhe muss das ungefähr hinkommen. So, denke ich, passt das. Es wird ein bisschen längere Episode, mal wieder.
Wer hätte das gedacht? So, du hast die Filterframes. Dann bräuchten wir Purified Water. Erstmal das hier noch zu Ende bauen. Und wir müssen natürlich auch das Ganze dann wieder... Was brauchst du? 50 Purified Water und du machst 40 Sulfuric Waste Water. So, da kommen die ersten. Hier passiert nichts mehr, weil wir nichts mehr davon haben. 900. Dann würde ich sagen, machen wir das hier mal am besten mit einer Pumpe. Damit hier auch restlos alles rauskommt. What? Crystal Slurry. Ihr wollt doch Crystal Slurry. Ach so, das ist der Output. Verstehe. Crystal Slurry muss hier hin. So. Damit habt ihr Crystal Slurry. Und zwar alle. Es fehlt eigentlich jetzt nur noch das Purified Water. Und am besten machen wir versetzt hier noch einen Tank für den Output. Okay, noch ein bisschen versetzter. Brauchen immer so lange, um sie abzubauen. Okay, das wäre das. Dann Hydroplants. Keine Hydroplants mehr. Gut, dann schnappen wir uns neue. Wo sind sie? Gott, man findet hier überhaupt gar nichts. Ich müsste das anfangen, auf der Map irgendwie zu markieren. Ansonsten werde ich hier ja wahnsinnig. Da sind die Hydroplants. Ach komm, gib mir alle. Was soll's. Eines für Sulfuric Wastewater. Eines für normales Wasser. Schon wieder ein Alien-Artefakt. Ey, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ihr braucht 4, glaube ich. Dann Clarifier für das... Ein Clarifier für das Saline Water. Und... Ach komm, machen wir das ein bisschen symmetrisch. So. Es kann gearbeitet werden. Hooray! So, jetzt kommt als nächstes das Sulfuric Wastewater. Ich brauche schon wieder Pipes. Wo zur Hölle? Die Base ist zu groß. Ich verliere komplett die Übersicht. Meine Güte. Machen wir das so. In Ordnung. Da kommt noch Mineralized Water raus. Das können wir ebenfalls... Zähneknirschend. Irgendwie clarifying. Oh. Oh nein. Oh nein. So, das wäre geclarified. Das Purified Water muss hier rein. Das heißt, du wirst eine Top-Up-Wolf sein. Was haben wir noch? Hier haben wir direkt eine. Sehr schön. Und dann
Der Schwefel. Das ist alles ein bisschen sehr chaotisch. Es ist auch nicht so erweiterbar, wenn die Produktion nicht ausreicht, haben wir vielleicht ein Problem. Ich hätte das ein bisschen anders machen sollen. Wie habe ich mal gesagt? Platz lassen und befolge meine eigenen Weisheiten nicht. Klasse. Okay, ziehen wir das hier runter. Und brauchen zwei Camplands. Eins für dich. Du machst die Schwefelsäure. Und eins hier. Du machst das. Das da. Dann brauchen wir noch einen Electrolyzer. Reicht das? Falsche Seite. Okay, gut, dann kommt der Electrolyzer eben hier unten hin. So. Du machst das Ding da. Und hoffentlich reicht das aus. So, Purified Water. Läuft. Dann brauchen wir einen Flare Stack für den Wasserstoff. Und wir brauchen hier noch einen Anschluss. So, und der Schwefel fehlt. So, Schwefel kommt hier rein. Und das müsste es eigentlich jetzt am Laufen halten, mehr oder weniger. So, jetzt fangen die an zu produzieren. Dann fängt der da an zu produzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Überschuss davon haben. Kommt ein einziges. Zwei. Ein bisschen dürftig. Ich denke, wir haben leider keinen Überschuss an Schwefel. Das heißt, wir müssen eine externe Quelle an Schwefel hinzufügen. Bisschen ärgerlich. Nun gut. Sei es drum. Ich meine, theoretisch müsste, sobald das Ding dann läuft, müsste hier eigentlich genügend Schwefel produziert werden. Oder wir könnten Kohle cracken. Und so an das Schwefel kommen. Und zwar gleich, wie wir das hier gemacht haben. Hier dieses Coke-Rezept. Und keine Ahnung, was wir da mit dem Coke anstellen. Das ist das Problem, weil hier brauchen wir kein Fuel. Ist ein bisschen doof. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich werde mir Gedanken machen, wie das genau aussehen soll. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode hier wieder. Weil sonst wird das Ding hier echt zu lange. Und dann machen wir das zu Ende. Und hoffentlich setzen wir dann auch noch direkt. Können wir dann hier die ersten Erze, das Silizium, weitermachen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt's gut, euer Northgate.